Schönen guten Abend. In den vorderen Reihen gibt es gerade Streit darüber, was die Grünen wohl bewogen hat, den Antrag zurückzunehmen. Ich will mich zur Sache äußern. Hört vielleicht bitte einfach mal zu. Streiten könnt ihr anschließend auch noch. Also, schönen guten Abend. Das M-Wort ist identisch in seiner rassistischen Bedeutung mit dem N-Wort. Beide müssen geächtet werden. Der Versuch, das M-Wort zu retten, ist bornierte Besitzstandswahrung, ist Sorge um das eigene rassistische, symbolische Kapital. In großen geschichtlichen Zyklen änderte sich die Wortbedeutung des M-Wortes bis etwa 1200 in der Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam, Byzanz und Kalifat. Aber auch der Maure hatte keine, auch wenn das später behauptet wurde, keine gemeinsame Wortgeschichte mit dem M-Wort. Auch der Schwarze Ritter, ich bin sicher, die AfD wird ihn erwähnen, um sich zu retten. Der Schwarze Ritter Mauritius ist Symbol der Missionierung und des Expansionismus der Staufer und des Christentums. Hatte also auch eine andere Bedeutung. Ab 1500 etwa, mit der europäischen Weltaufteilung, dem beginnenden Kolonialismus und dem Sklavenhandel, wurde das M-Wort identisch mit dem N-Wort und auch so verwendet. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts finden wir in vielen, ich habe sie mir angesehen, in vielen Wörterbüchern, Universallexika, französisch-deutschen Übersetzungen, wo auch immer, ständig die explizite Erklärung, dass es sich bei dem M-Wort um dasselbe handelt wie bei dem N-Wort, um schwarze Menschen mit der Herkunft aus Afrika und immer in abwertender Bedeutung. Heute finden wir das rassistische M-Wort bei Apotheken, bei Schokolade, bei Brauereien, bei Straßennamen und so weiter und so weiter. In jedem einzelnen Fall hat das M-Wort eine rassistische Herkunft und Bedeutung, in jedem einzelnen Fall. Und mag sich auch die Schokoladenfirma XY oder die Brauerei mit Namen so und so rausreden, gräbt man, kommt man drauf. Rassismus ist ein soziales Verhältnis, eine Methode, mit der Menschen auf Basis biologischer, genetischer und kultureller Unterstellungen kategorisiert und entwertet werden und die Herrschaft von Menschen über Menschen gerechtfertigt wird. Die Sklaven der griechischen Antike waren meist hellhäutig, galten als Barbaren und durften, so Aristoteles, aufgrund der ihnen zugeschriebenen biologischen Eigenschaften keine Vernunft haben, sondern nur Körperkraft. Und das reichte, um sie mit militärischer Gewalt jederzeit ihrer Sklavenbestimmung zuzuführen. Im Mittelalter galt der Adel als eigene Rasse, immer in Anführungszeichen bitte bei mir hören, dem Bauern und Tagelöhnerinnen unterlegen waren. Franken und Gallier wurden als unterschiedliche Rassen bezeichnet. Bald galten jüdische Menschen den christlichen Eliten als Fremdrassige. Rassismus war anfangs eine innereuropäische und innerweiße Kategorie. Und immer ging es um die Biologisierung der vermeintlichen Minderwertigkeit anderer Menschengruppen, die man beherrschen wollte. Die Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahr 1453 beendete die eingefahrenen Routen des europäischen Sklavenhandels von Würzburg, Lübeck und überall, wo es Sklavenhandel gab, mit hellhäutigen Menschen, beendete das zwischen Mittelmeer. Ihr seid sehr laut da hinten bei den Grünen oder der CDU, ich kann es im Moment nicht unterscheiden. Beendete sozusagen die Erfahrung mit hellhäutigen Sklaven zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer. Die Route war dann zu und es begann der transatlantische Handel mit versklavten Menschen aus Afrika. 300 Jahre, die überspringe ich mal locker, machte sich der deutsche Weltgeist auf, Sklaverei, Kolonialismus und Imperialismus zu rechtfertigen, so dass christliche Moral und das Menschenbild der Aufklärung bei seinem Weg nicht störten. Immanuel Kant bezog sich auf den schwedischen Naturforscher Carl von Linné, der es schaffte, innerhalb von 34 Auflagen seines Buchs Systema Naturae von 1735, 34 Jahre bis zur 10. Auflage, aus den irgendwie weiß werdenden Europäern und den irgendwie schwarzen Afrikanern und wen er noch alles anmalte, am Ende dann nicht nur oberflächliche Hautfarbenbeschreibungen zu machen, sondern diesen auf 1000 Seiten, am Anfang waren es 10 oder 15 gewesen, feste Eigenschaften und Wesenseigenschaften, Charakteristika dazugeschrieben. So entstanden Rassen. Die Weißen waren natürlich die größte, die wichtigste
und die Menschen aus Afrika schwarz, phlegmatisch und schlaff. So unser Weltgeistdenker Immanuel Kant. Um die Wilden aus dem Zustand ihrer Unterdrückung durch Faulheit und Genuss herauszuzwingen, musste die Aufklärung aus Europa über sie kommen, nicht um sie zu entwickeln. Davon war anfangs mal idealistischerweise die Rede, dann wurden sie als nicht entwicklungsfähige, den Tieren nahe Wesen beschrieben, was immer dies Entwickeln auch heißen mag, sondern um ihre Ausbeutung und Vernutzung bis auf die Knochen zu rechtfertigen. Die Erfindung des Rassismus schieben Deutsche bis heute gern dem Franzosen de Gobineau oder dem Engländer Chamberlain unter. Aber viel gewaltiger ist die Bedeutung der deutschen Meisterdenker Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ihr zitiert die manchmal her gerne, aber sicher nie mit diesen Zitaten, die jetzt kommen. Kant konstruierte kulturelle und soziale Hierarchie. Zitat: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die, N-Wort, sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Der afrikanische Kontinent war für unsere großen Denker, deren Tradition sich gerne viele fühlen, ein Geschichtsloser, dessen Einwohner, die, N-Wort, eine Kindernation mit schlummerndem Geist, ohne Fortschritt und Trieb zur Kultur, keiner Entwicklung und Bildung fähig. Und Hegel sagte im, N-Wort, ist nichts an das menschlich Anklingende in diesem Charakter zu finden. Auf diese Philosophen bezog sich auch eine, die einige von Ihnen sehr schätzen und immer nur bestimmte Zitate bringen und andere aussparen. Hannah Arendt schrieb in ihrem gerühmten Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: Die ersten Europäer waren in Afrika und Australien mit Menschen konfrontiert, die weder menschliche Vernunft noch menschliche Empfindungen besaßen, die keinerlei Kultur, auch nicht eine primitive, hervorgebracht hatten und deren politische Organisation Formen, die wir auch aus tierischem Gemeinschaftsleben kaum überschritten. Der ganz banale Rassismus einer deutschen Philosophin. Im US-amerikanischen Exil, nur weil manche sagen, später wurde es bei ihr besser, beobachtete Arendt die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre und entschied, dass die Schwarzen an ihren heruntergekommenen Stadtvierteln durch ihren Kampf gegen Rassismus selbst schuld waren, waren sie doch faul, langsam, nicht intellektuell, aber gewalttätig und kämpften im Gegensatz zu den edlen weißen Studentinnen nur für schnöde materielle Interessen. Sie besaßen, sagt Arendt, weder Kultur noch Geschichte, weder Kunst noch Literatur. Sie konnte die Kunst nicht mal erkennen. Sie besaßen, behauptete Arendt, keine intellektuellen Vorbilder und ihr Kampf um Befreiung sei lächerlich. Schwarze lebten nicht nur außerhalb der Vernunft, sondern auch außerhalb der Sprache, denn in jenem dunklen Kontinent ihrer Herkunft sei es ihnen nicht gelungen, eine menschliche Welt zu erschaffen. Keine Politik der Gleichheit könne, sagt Arendt, eine derartig natürliche Ungleichheit mildern. Um zu schildern, wie sich der Rassismus nach der Befreiung vom NS-Faschismus im deutschen Bürgertum und leider auch in dessen angeblich aufgeklärten Teil verbreitete, der war nie weg. Es ist hier Zeit, keine Zeit zu erklären. Ich lasse das, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Ich erinnere nur daran, dass die Zeit, die Zeitung der liberalen aufgeklärten Teile des Bürgertums 1969 titelte, sind, N-Wort, wirklich dümmer. Im deutschen Irrationalismus fand der Rassismus immer ein warmes, kuscheliges Nest. Rudolf Steiner, Chefguru der Anthroposophin, die uns heute als Teil der Corona-Querfront belästigen, propagierte die Wurzelrassenlehre, eine Anti-Evolutionsideologie, welche die Menschheit in 7 Wurzelrassen mit 7 Unterrassen aufteilte und das Aussterben der Minderwertigen rechtfertigte, also der Juden, indigener Bevölkerung, asiatischer Menschen. Ihr Aussterben sei eine karmische Notwendigkeit. Nur die Weißen, die Arier, die höchst entwickelte Gruppe, habe die vollständige Ausprägung der denkenden Kraft. Also ganz unten in der Hierarchie, der N-Wort, der kaum denken könne, dessen Hinterhirn, schreibt Steiner, hitzebedingt dauernd koche und sein unmäßiges Triebleben befeuere. Ein geradezu klassisches rassistisches Stereotyp, das wir in jedem deutschen Pogrom wiederfinden. Ein deutscher Kolonialarzt schlug einmal vor, anstatt des Gehirns die Muskulatur des Schwarzen sich dienstbar zu machen oder, wenn man schon seinen Schädel verwerten will, ihn mit Trägerlasten anstatt mit Kulturbegriffen zu beladen. Frau Dittfort, kommen Sie bitte zum Schluss. Oh Mist.
Gut, dann melde ich mich gleich nochmal. Nochmal schönen guten Abend, das ist der zweite Teil. Ich kann dem Nazi von der AfD versprechen, dass ich Nazis immer Nazis nennen werde und nie das N-Wort verwenden werde. Ich fahre fort, wo ich war. Ein deutscher Kolonialarzt schlug übrigens in der deutschen Musterkolonie Togo 1902 vor, dass man anstatt des Gehirns die Muskulatur des Schwarzen sich dienstbar zu machen hätte oder wenn man schon seinen Schädel verwerten wolle, ihn mit Trägerlasten anstatt mit... Ich muss Sie kurz unterbrechen, nee. In einer kleinen Rüge. Sie haben das Wort Nazi verwendet, deswegen muss ich jetzt... Die AfD hat sich vor Jahren selbst als Nazi-Partei bezeichnet. Das habe ich nur gerne übernommen, weil da hatten Sie mal recht. Aber die Rüge macht jetzt... Kann ich weiterreden? Also anstatt ihn mit Trägerlasten... Man solle diesen schwarzen Menschen mit Trägerlasten überhäufen, anstatt seinen Kopf mit Kulturbegriffen zu beladen. Deutsche Kolonialärzte machten auch... in dieser Musterkolonie Togo Menschenexperimente an schwarzen Menschen, die mit Gewalt zusammengetrieben wurden. Und sie starben auch in Massen. Zitat eines Arztes: Das Prinzip unserer Behandlungsmethode ist nicht, die Kranken zu heilen, sondern sie unschädlich zu machen. Das war 1911, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn wir also hören müssen, dass unsere mutige Kollegin Mirjam Mahn in einem Frankfurter Krankenhaus, sie hat es auf Instagram erzählt, es wurde 1,2 Millionen Mal aufgerufen, sehr mutig von ihr, als Patientin nach einer OP vom Arzt rassistisch beleidigt wird, als Afrikanerin angesprochen, die besonders viel Schmerz vertrage und deshalb keine Schmerzmittel brauche, können wir uns aussuchen, ob der Arzt zu viel Kant, Arensteiner oder gleich Nazi-Literatur gelesen hat. Mirjam hat unsere herzlichste Solidarität. Schwarze Menschen und People of Color unterliegen noch heute in Deutschland einem komplexen und vielschichtigen System rassistischer Stigmatisierung. Ihre sozialen und individuellen Unterschiede, ihr Charakter, Ausbildung, Fähigkeiten, Interessen, Einstellung, Alter, Geschlechtigung werden alle in einen rassistischen Stereotypentopf gerührt und spielen bei der Betrachtung schwarzer Menschen bei Rassisten überhaupt keine Rolle. Das Allermindeste, was wir tun können, ist, rassistische Begriffe wie das N-Wort und das M-Wort zu ächten, hier im Parlament und in der Stadt Frankfurt, und die Konflikte in dieser Stadt über diese Frage offensiv einzugehen, sodass das Symbolische sich in materielle Gewalt umsetzt. Dann hat es Wirkung. Das ist das Mindeste. Vielen Dank.